Ja, ich bin Ihnen noch schuldig den Beweis zum Banachschen Fixpunktsatz. Hier ist nochmal die Formulierung, insbesondere mit den Voraussetzungen 1 bis 4. Und ja, ich werde jetzt den Beweis führen. Sie werden sehen, der ist komplett elementar. Das ist jetzt mein zweiter Versuch und ich habe gerade schon relativ viel dazu aufgeschrieben, bis ich dann technische Probleme hatte. Und das heißt, ich werde das jetzt nicht schreiben, sondern ich werde einfach nur das kommentieren, was ich schon hingeschrieben habe. Das als Ihre, ja. Gut, okay, also Banachscher Fixpunktsatz, wir haben einen vollständigen metrischen Raum. Wir haben eine Teilmenge D, eine Selbstabbildung auf dieser Teilmenge. Und das G ist kontrahierend mit einer vorgegebenen Kontraktionskonstante Q. Und wir wollen zeigen, erstens mal, dieses G hat genau einen Fixpunkt x quer. Okay, zum Beweis fangen wir mal an. Zunächst mal zeigen wir, dass wenn es überhaupt einen Fixpunkt hat, dann ist dieser eindeutig. Das heißt also, wir nehmen mal an, es wären x und y zwei Fixpunkte. Und wir wollen zeigen, dann gilt schon x gleich y und naja, es gilt die Norm von x minus y. Wenn x und y Fixpunkte sitzt, dann ist x gleich g von x und y gleich g von y. Das heißt, die Norm von x minus y ist gleich der Norm von g von x minus g von y. Und das ist kleiner gleich q mal Norm x minus y wegen der Kontraktionseigenschaft. Und wenn das q kleiner 1 ist, dann kann das nur dann richtig sein, wenn die Norm von x minus y gleich 0 ist. Und das bedeutet, dass x gleich y ist. Das heißt also, wir wissen schon mal, es gibt höchstens einen Fixpunkt. Okay, die zweite Eigenschaft, nämlich, dass es tatsächlich überhaupt einen Fixpunkt gibt, dazu wollen wir ja auch diese tatsächlich und die zweite Aussage aus dem Satz direkt verwenden. Und zwar nehmen wir uns ein x0 aus D her, das beliebig, das geht, weil wir vorausgesetzt haben, dass D nicht leer ist und betrachten die zugehörige Fixpunktiteration. Und die zugehörige Fixpunktfolge, die definiert ist durch xk plus 1 gleich g von xk und das ist eindeutig definiert, weil wir das x0 festgelegt haben. Okay, wir wollen zeigen, dann ist xk eine Cauchy-Folge. Und da der Raum vollständig ist, wissen wir dann schon, okay, es ist nicht nur eine Cauchy-Folge, sondern es konvergiert sogar. Okay, als erstes zeigen wir mal, wie groß kann denn der Unterschied zwischen zwei aufeinanderfolgenden Folgegliedern werden. Und es gilt erstmal xk plus 1 minus xk. Nach der Definition der Folge ist das nichts anderes als g von xk minus g von xk minus 1. Und da fehlt hier irgendwo so ein Normstrich. Jawohl. Naja, mit der Kontraktionseigenschaft ist das also kleiner gleich q mal die Norm von xk minus 1. Naja, und den Trick können Sie aber nicht nur einmal machen, sondern den können Sie nochmal machen. Ja? Das xk minus 1 ist dann kleiner gleich q Quadrat mal Norm xk minus 1 minus xk minus 2 und so weiter. Und das können Sie so lange machen, bis das k minus 2, bis das da oben 0 geworden ist. Und das heißt, Sie landen am Ende bei kleiner gleich q hoch k mal die Norm von x1 minus x0. Alternativ können Sie es auch sofort per Induktion beweisen, ja? Also wie Sie wollen. Okay, gut. Um nachzuweisen, dass es eine Cauchy-Folge ist, müssen wir uns ein Epsilon vorgeben und zeigen, dass der Unterschied zwischen diesen Folgegliedern kleiner als diese Grenze ist, vorausgesetzt die Indizes sind ausreichend groß. Okay, zunächst mal sei Epsilon also irgendeine Grenze, also Epsilon größer als 0. Und dann gucken wir uns an den Term q hoch m durch 1 minus q mal die Norm von x1 minus x0. Naja, also das q ist kleiner als 1, das heißt, das, was hier vorne steht, das geht mit Sicherheit gegen 0 für m gegen unendlich. Das heißt, wenn das m ausreichend groß ist, dann wird das, was hier vorne steht, kleiner gleich Epsilon. Und das ist auch positiv übrigens, ja, denn das q liegt zwischen 0 und 1. Okay, das heißt also, wenn m ausreichend groß ist, dann wird das hier beliebig klein und auch insbesondere kleiner als eine vorgegebene Grenze Epsilon. Okay, seien jetzt also L und K zwei Indizes, die größer sind als m, als das m, das wir gerade definiert haben. Und ohne Einschränkung sagen wir, dass XL sei das größere von den beiden. Ja, ich kann die absolut austauschen, also sagen wir, das L ist das größere von es ist das der größere Index von den beiden. Okay, dann schauen wir uns an.
Was ist die Norm von xl minus xk? Und für die Cauchy-Folge müssen wir zeigen, die wird klein. Und das schreiben wir zunächst mal als xl minus xl minus 1 plus xl minus 1 minus x plus xl minus 1 minus xl minus 2 und so weiter. Ja? Und dann wenden wir, das bleibt natürlich gleich, so also eine Ziehharmonika-Summe, ich subtrahiere mal einen Term und mache den direkt wieder drauf. Und da können wir die Dreiecksungleichung anwenden. Und dann sehen wir, das ist kleiner gleich der Norm von xl minus xl minus 1 plus Norm xl minus 1 minus xl minus 2 und so weiter. Das heißt, ein ganzer Haufen von Summen, die, wo jetzt der Unterschied oben im Index immer nur noch 1 beträgt. Okay, mit dem Satz oder mit dem Lemma, das wir gerade bewiesen haben, da stand xk plus 1 minus xk ist kleiner gleich q hoch k mal Norm x1 minus x0. Ist dieser Term hier vorne jetzt kleiner gleich q hoch l minus 1 mal die Norm von x1 minus x0. Das ist genau das, was wir gerade bewiesen haben. Dieser Term hier vorne, das ist kleiner gleich q hoch l minus 2 mal die Norm von x1 minus x0 und das ist kleiner gleich q hoch k mal die Norm von x1 minus x0. Ja, und die ganzen Summanden dazwischen entsprechend. Und wieder, also ich habe es jetzt hier ohne Induktion gemacht, man kann es auch mit Induktion machen, sieht man sofort, aber es ist auch... Es dient nicht der Beweisführung, der Übersichtlichkeit der Beweisführung. Okay, gut, das heißt also, was wir hier stehen haben, ist nichts anderes als die Summe j gleich k bis l minus 1 q hoch j mal Norm x1 minus x0. Ja, das sind die Terme, die hier stehen, sind alle gleich. Das Einzige, was sich hier ändert, ist der Exponent da oben. Und der Exponent läuft von k bis l minus 1 und die werden alle aufhalten. Okay, machen wir eine Indexverschiebung. Dieses q hoch j hier vorne, das j ist größer gleich k, mit anderen Worten, das hier ist mindestens k, was da vorne steht. Das heißt, wir können hier ein q hoch k rausziehen und was überbleibt, ist in Summe j gleich 0 bis l minus 1 minus k q hoch j, mal das, was sowieso da steht. Und schauen wir, dass das korrekt ist. Hier läuft das j von k bis l minus 1 und wenn Sie hier vorne das q hoch j wieder reinmachen, dann läuft das q hoch j immer noch von k bis l minus 1. Das heißt, es ist tatsächlich dasselbe, einfach nur eine Indexverschiebung. Und ja, diese Terme, die hier vorne stehen, das q hoch j mal die Norm von x1 minus x0, die sind alle positiv, ja, denn das q ist positiv, oder sagen wir mal, sind nicht negativ, ja, das q ist positiv, x1 minus x0 könnte 0 sein, ja, aber ist zumindest mal nicht negativ. Das heißt, wenn ich daraus diesen j gleich 0 bis l minus 1 minus k, wenn ich das einfach fortsetze bis unendlich, dann wird das auf jeden Fall mal nicht kleiner, was hier steht. Das heißt also, das kleine gleich q hoch k mal diese Summe hier vorne, diese Reihe. Und da sehen natürlich, das Q liegt zwischen 0 und 1. Das heißt, das, was hier steht, ist einfach eine geometrische Reihe. Und das heißt, Sie haben da nichts anderes stehen als ein Q hoch K durch 1 minus Q mal die Norm von X1 minus X0. Nach Voraussetzung waren L und K größer als M. Mit anderen Worten, das hier ist kleiner gleich Epsilon. Okay, gut. Das heißt also, wenn L und K ausreichend groß sind, dann wird das kleiner als jede beliebige Schranke. Das heißt also tatsächlich, xk ist Cauchy-Folge und da unser Raum vollständig ist, folgt sofort xk konvergiert gegen ein x quer. So, wir müssen nur noch zeigen, dass dieses x quer ein Fixpunkt ist, dann haben wir 1 und 2 bewiesen. Und naja, da schreiben wir einfach mal hin. Wir haben die Definitionsgleichung für unser xk, für unsere Fixpunkt-Iteration. Das war xk plus 1 gleich g von xk. Und da lassen wir jetzt mal auf beiden Seiten das k gegen unendlich gehen lassen. Wir lassen das k gegen unendlich gehen. Dann konvergiert die linke Seite gegen x quer. Und die rechte Seite, naja, also das g ist stetig, das haben wir gerade gezeigt in einem Lemma. Das heißt also, wenn xk gegen x quer konvergiert, dann konvergiert die rechte Seite gegen g von x quer. Ja, und da die Grenzwerte natürlich gleich sein müssen, gilt x quer gleich g von x quer. Und das bedeutet, x quer ist Fixpunkt von g. Das Einzige, was wir noch zeigen müssen, sind die beiden Abschätzungen, also der dritte Teil der Aussagen dieses Satzes. Und da erinnere ich Sie nochmal an das, was wir gerade
bewiesen haben, nämlich, jetzt habe ich es hier nicht eingekreist, ne, XL minus XK. Ist kleiner gleich Q hoch K durch 1 minus Q mal die Norm von X1 minus X0. Zumindest dann, wenn L größer gleich K ist. So, okay, diese Aussage nehmen wir. Das heißt also, die Norm von XL minus XK ist kleiner gleich Q hoch K durch 1 minus Q mal die Norm von X1 minus X0. Und das ist richtig, wenn L größer gleich K ist. Okay, das Interessante ist, die rechte Seite hängt von L überhaupt nicht ab. Das heißt also, wir lassen mal L gegen unendlich gehen, dann bleibt diese Ungleichung sicher richtig. Und auf der linken Seite konvergiert das Ganze dann gegen x quer minus xk. Und auf der rechten Seite haben wir nach wie vor ein q hoch k durch 1 minus q mal die Norm von x1 minus x0. Und haben wir jetzt, glaube ich, stillschweigend einfließen lassen, dass die Normfunktion stetig ist und solche Sachen. Okay, aber das ist genau die erste Aussage, die wir haben wollten. Und das ist also die A priori-Abschätzung. Und für die zweite Abschätzung schauen wir uns eine zweite Fixpunktfolge an. Und zwar setzen wir mal y0 gleich xk und betrachten die Fixpunktiteration für y, ja, für diese Folge. Das heißt also, es gilt dann yk plus 1 gleich g von yk. Und insbesondere gilt, dass y1 ist gleich g von y0. Das ist aber nichts anderes als das g von xk. Oder mit anderen Worten, das ist das xk plus 1. Okay. Jetzt haben wir ja oben gerade für Fixpunktfolgen eine Abschätzung bewiesen. Und die setzen wir jetzt ein, das y ist ja auch eine Fixpunktfolge. Ja? Also ist auch so eine Fixpunktiteration. Und dann nutzen wir das jetzt, und zwar mit k gleich 1. Wir nutzen also die Abschätzung, die wir gerade benutzt haben, mit k gleich 1. Dann steht hier, dass x quer minus y1. Und das ist natürlich dasselbe wie x quer minus xk plus 1. Das haben wir ja gerade gezeigt. Das haben wir uns klar gemacht. Das ist nach dem, was wir gerade bewiesen haben, kleiner gleich q durch 1 minus q mal die Norm von x1 minus x0, also bezogen auf y, also y1 minus y0. Naja, und das y1 ist xk plus 1, das y0 ist xk. Das heißt, das ist genau dasselbe wie q durch 1 minus q mal die Norm von xk plus 1 minus xk. Okay, und das ist Abschätzung 2. Achso, und ich sollte noch sagen, das ist die a posteriori-Abschätzung. Ja, und nochmal ganz kurz, warum heißt das eine so und das andere so? A priori heißt, ich kann im Vorhinein schon sagen, wie gut mein Kater-Schritt mindestens sein wird, nachdem ich eine einzige Iteration gemacht habe. Und das a posteriori, das muss ich im Nachhinein mir anschauen. Erst dann, wenn ich den K plus ersten und Kartenschritt ausgerechnet habe, dann kann ich diese zweite benutzen. Die hat dafür den Vorteil, dass sie meistens etwas genauer ist. Okay, und das werden wir uns auch noch anschauen.